Holy crap! Und damit auch mal wieder ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play GTA 5. Leider Gottes hat das mit einfach mal kurz auf Michael oder Franklin wechseln, um mit Trevor plötzlich an irgendeiner Straße zu sein, wo man ein Auto bekommen kann, leider doch nicht ganz so gut funktioniert, wie ich es gedacht hätte. Trevor stand quasi die ganze Zeit nur hier rum und ich musste wieder auf ihn zurückwechseln, weil Lester uns mit versuchten Anrufen auf die Nüsse ging. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 5 Anrufe von Lester bekommen, die ich alle wegklicken musste. Deswegen bin ich jetzt schnell zur Straße gerannt und habe jetzt das erstbeste Auto, was ich gefunden habe, genommen. Ist zwar jetzt leider auch nur so ein 18 Wheels of Steel Style, aber spielen wir halt ein bisschen Let's Play Euro Truck Simulator. Aber auch nur so lange, bis wir dann an meiner Garage gekommen sind und uns diesen geilen Sterling GT holen können. Und hier gibt es eine Mission. Mit einem Rad? Also erstens hat uns jetzt irgendetwas zwischen den Rädern geklemmt und zweitens, okay. Das ist doch kein Fahrrad. Oder? War's das? Zeig mal her. Da siehst du, solltest niemals was klauen. Und doch, das ist tatsächlich ein Fahrrad. Ja gut, gerade frisch gekauft. Das ist gut, dass wir es jetzt mit dem Truck überfahren haben. Und oh lol, Trevor ist immer voll der sportliche Radfahrer. GG, könnte glatt bei der, wie hieß das Ding mit in Paris, da? Tour de France, genau, mitmachen. No way, you fucking got it. Natürlich habe ich es. Ich meine, ich bin Trevor. Okay, fuck, you've got it. Der Thanks, Held man. Der. Seriously, you saved my ass. What can I say? I've never liked boys. Der Held. Der Verfechter der Enterbten. Nein, ich will doch nicht da rein. Let's go! Danke. Taxifahrt nehme ich lieber auf kostenlosen Wege. Da macht es wesentlich mehr Spaß. Ich habe letztens schon gesagt, diese beschissenen Taxis sind einfach viel zu teuer. Das macht keinen Fun, da drin rumfahren zu müssen. Und dann ist da auch noch so ein beschissener Taxifahrer, der dich mit irgendeinem sinnlosen Zeug zulabert, was dich überhaupt nicht interessiert. Aber du willst kein Arschloch sein, weil er ja eigentlich ganz nett ist, aber der übelst auf die Nüsse geht. Deswegen kannst du nicht sagen, hier fick dich, ich will einfach nur zu meinem Zielort, halt die Fresse und fahr mich. Weil das dann scheiße von dir ist, dann bist du der Blöde. Aber er nervt dich die ganze Zeit. Oh, das ist echt schlimm, sowas. Ich kann Taxen echt nicht mehr empfehlen. Früher fand ich es ja ganz cool. Wieso, weiß ich auch nicht mehr. Aber, da spinnst du. War das der? Ja, okay, du bist eine Frau. Gut, dann kann ich es noch durchgehen lassen. Guten Flug. Dein Auto scheint dich nicht so sehr zu interessieren. Easy. Schön im Spalt gelandet. Das kann Trevor sehr gut. Und YOLO. Easy überlebt. Bin ja noch fast full life. So, dann gib mir jetzt die geile Karre, damit wir endlich den Cargo Bob stehlen können. Kann ich wieder zeigen, was für ein super geiler Pilot ich bin. Ich meine, ich bin Trevor. Na komm, jo. Und der geht runter. Oh, muss man jetzt auch noch alles einzeln machen. Wie viel Karren gibt's denn hier? Hier, Sterling GT. Der Name hört sich schon geil an, da muss die Karre doch mindestens genauso geil sein. Was ist denn das?
Oh, lol. Warte, ich komme gerade nicht auf den Namen von den Originalen. Aber ich kenne den. Ich habe den schon mal real gesehen, also im RL. Ah, die Karre, die ist echt nice. Das Aussehen gefällt mir jetzt schon mal. Muss sich jetzt nur noch gut fahren können und auch anständige Geschwindigkeit haben. Gut, Geschwindigkeit könnte besser sein. Da war die vorherige Karre, die wir hatten, schon wesentlich angenehmer. Aber Lenkung passt gut und das Fahrverhältnis ist auch gar nicht so. Sonst ist die Karre gar nicht mal übel. Klar, ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber das Weiße schmeckt sowieso besser. Okay, das war jetzt eher peinlich. Ah, sonst die Karre sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Die gefällt mir. So, sagen wir mal. Ja, 7 von 10 Punkten. Wie gesagt, ist nichts Besonderes, aber sonst ist die Karre schon ziemlich geil. Oh, das ist die. Nee, ist es das? Nee. Ich wollte gerade sagen, das ist das teuerste Haus, was man, oder Apartment, was man im GTA Online kaufen kann, aber ist es nicht, oder? Nee, das war ein anderes. Aber ich glaube, das konnte man im GTA Online auch kaufen. Also eine Wohnung da drin. Mein Apartment ist natürlich nicht. Meins war das geilste, was man sich kaufen konnte, auch wenn es nicht das teuerste war. Aber definitiv das geilste. Bester Ausblick, den man haben kann. Und beste Stelle, die man haben kann. Mit einem Panoramafenster mit direktem Blick auf das glänzende Riesenrad am Meer. Schöner kann man es nicht haben. Und ich glaube, einen Hubschrauberlandeplatz hatten wir auch noch. Und ich muss sagen, mit der Karre hier über solche schmalen Bergstraßen zu fahren, das fühlt sich sowas von dermaßen smooth an. Die Karre gefällt mir. Ich glaube, die tune ich sogar noch für Trevor auch. Oder vielleicht für... Nee, doch, für Michael würde es natürlich auch geil passen. Mein Michael ist so ein richtig guter Oldtimer-Typ, genauso wie ich quasi. Kann ich mir vorstellen, dass das für Michael richtig gut wäre. Und wie man sieht, Offroad ist er auch noch ziemlich genial. Also die Karre, die ist bis jetzt schon sehr geil. Und hat auch einen guten Motor, wie ich es euch jetzt absichtlich zeigen konnte. War natürlich alles mein Plan, dass ich die Motorhaube abreiße, nur damit ich sie euch zeigen kann. Die Karre fährt sich einfach nur epic. Das war absichtlich. Das soll nicht zeigen, dass ich Probleme habe zu lenken und... Oh scheiße, da hinten ist Wasser. Scheiße, hier ist auch Wasser. Okay, das war kein so großes Wasser, wie es aussah. Aber alles easy geregelt. Easy. Wollte nur ein paar Früchte kaufen. Ging recht schnell. Und was ist denn jetzt hier hinten? Ich hoffe, wir schaffen es noch den... Okay. Ich hoffe, wir schaffen es noch den Cargo-Bock mitzunehmen. Er will mich fressen. Can you please give me a ride? I can't do it. I can't mer... okay. Die Mission werden wir wahrscheinlich noch irgendwann anders nochmal machen können. Oh, die sagt mir doch... Nee. Ich kann ihn nicht heiraten, er will mich umbringen. Ich weiß nur, dass es da halt noch so eine Mission gab mit einer Biot oder irgendeiner ähnlichen Karre. Das war aber, glaube ich, jung gesehen. Ach, keine Ahnung. Wir werden es sehen, wenn wir die Mission das nächste Mal nochmal machen können und diesmal die alte nicht überfahren.
Wobei, wir haben sie nicht überfahren, sie ist uns direkt vor das fahrende Auto gelaufen. War also nicht unsere Schuld. Und die Karre fährt sich so geil! Oh. Die werde ich definitiv noch tunen. Die Karre ist nice, hat nicht nur einen geilen Namen, sondern fährt sich auch noch epic. Habe ich wenigstens heute Abend noch ein neues Fettmaterial. Hui! Abkürzungen gefallen mir immer sehr. Und was mir gerade nicht gefällt, ist, das sieht so aus, als wären wir hier beim Militär. Was wollen wir hier beim Militär? Wir müssen jetzt nicht beim Militär rein und einen Cargo-Bob stehen. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Ihr wollt mich doch ver... Nee, hä? Doch. Ihr wollt mich doch verarschen. Scheiße, das kann was werden. Das geht doch nicht. Wie sollen wir einen fucking Cargo-Bob vom Militär stehlen? Vielleicht gibt es da irgendeine leichtere Möglichkeit, am Eingang. Aber bis jetzt glaube ich jetzt nicht, dass es wirklich so leicht werden kann. Ist das am Eingang? Ne, der Eingang ist da unten, oder? Das ist wirklich mittendrin. Gut, wir probieren es jetzt erstmal auf meine Art und Weise. Jet-like. Bei GTA Online hat man ja schon öfters eine Möglichkeit gehabt, einen Jet zu stehlen. Da ist man ja leicht trainiert, es zu schaffen. Also probieren wir es einfach mal. Und dann müssen wir versuchen, irgendwie lebendig an den Cargo-Bob zu kommen. Wenn wir es nicht schaffen, sterben wir. Da können wir nochmal schauen, ob das irgendwie einfacher ist, wenn wir da beim Haupteingang durchgehen. Wir sind einfach nur Profi. Es gibt niemand geileren als mich, wie man gerade sehen konnte. Das könnte jetzt vielleicht noch so weitere 5 Minuten dauern, bis wir es endlich geschafft haben, da reinzukommen. Falls es überhaupt möglich ist mit der Karre, denn wie ich am Anfang schon sagte, das ist jetzt nicht wirklich die schnellste. Für den Sprung wäre es schon gut, eine etwas schnellere Fahrmöglichkeit unter dem Arsch zu besitzen. Wir dürfen nicht zu früh drauf, machen wir es jetzt. Easy. Genau, den Cargo-Bob. Jetzt müssen wir wirklich hier reinbrechen und den Cargo-Bob so stehlen. Ihr wollt mich doch verarschen. Das Gute ist, dass wir hier wenigstens sehen können, wo andere Leute sind. Das ist bei einem Jet bei GTA Online meistens nicht so der Fall. Nice. Jo. Wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich hätte vielleicht etwas zurückschießen sollen. Okay. Okay, wir kommen auch einfach so hier durch. Das ist
auch interessant. Also geht's doch leichter. Scheiße. Wieso legen die hier Nadeln auf den fucking Boden? Scheint heute vielleicht auch noch irgendwie so eine Art Holiday zu sein hier, denn so viele Leute sind hier jetzt nicht unterwegs. Nein! Also, habe ich jetzt keine Munition mehr? Fuck you, ich will einfach hier weg. Wir überleben das. Gut, das war sogar recht easy. Jetzt müssen wir nur noch aufpassen, dass denen ihre Raketen uns nicht erwischen. Denn theoretisch haben die hier auch Luftabwehrraketen. Denen scheint der Cargo Bob allerdings auch nicht so wichtig. Lol. Das sollte schon gewesen sein. So, den scheint der Kaugummi wirklich nicht so wichtig zu sein. Also nicht nur, dass wir hier quasi noch direkt beim Militärstützpunkt dran vorbeifliegen und die Bullen uns nicht sehen, angeblich, obwohl wir hier wirklich direkt daneben rumfliegen. Aber die Bullensterne blinken gerade, das heißt, die Bullen suchen uns, aber finden uns nicht. Sondern die haben weder mit einem Jet auf uns gefeuert oder uns verfolgt, sonst noch mit ihren Flugsicherheitsraketen. How you doing, Trav? Fine. For a guy who just went into an airbase and stole a chopper, are we ready to go on this thing? If it's a heavy lift chopper, then yeah, I'll get everything ready and I'll call you. All right. Okay, dann setzen wir den Cargo Bob jetzt noch beim Hangar ab und dann sollte es eigentlich mit dem Raubüberfall losgehen können. Wenn jetzt nicht noch irgendwas beim Hangar dazwischen kommt, denn One hat uns ja geschrieben, dass ein paar Chinesen hier gerade ihr Unwesen treiben. Und ich bin zwar nicht im Besitz eines Hundes, aber es könnte schon ziemlich schlimm sein, wenn sie Hunger haben. Vielleicht sind sie dann hinter Franklin her mit Job. Wie lande ich denn jetzt das Ding? Landen wir doch Viereck, oder nicht? Ja, tatsächlich. Oder? Ich bin so lange nicht mehr geflogen. Ach nee, hier war landen. So unfassbar lang nicht mehr geflogen hier in dem Game. Weil ich das Game auch so unfassbar lang nicht mehr gespielt habe. Ich wollte noch auf den Heli-Landeplatz stellen. Mach doch so einen Scheiß nicht, Trevor. 100%! Ja, easy! Wir sind halt einfach legen. Warte, es kommt gleich der Baby! Schönes Teil. So gefällt mir das doch. Dann sollte... Jetzt können wir uns auch noch Flugzeuge kaufen. Die werden dann hier im Hangar abgestellt. Das ist auch nicht schlecht. Was bist du denn? Ich hab's gesagt. Chinesen sind unterwegs. Der hat einen Hund dabei. Oh.
Ach, was für ein süßes Wauwauschen. Ah. Gut, dann schauen wir mal. Jetzt sollten wir hier mit Michael doch, mit Trevor eigentlich fertig sein, wie es aussieht. Dann heißt es als nächstes... Kommt Michael dran, der Flugstunden nehmen muss und dann hier oben noch Federal Investigation Büro. Oder so ähnlich, dahin muss. Dann würde ich sagen, zeitlich sieht es jetzt zwar etwas knapp aus, aber dann wird es dann in der nächsten Folge wieder mit Michael weitergehen. Da können wir uns jetzt noch das Telefonat von Lester anhören, der schon 50 Mal versucht hat, uns zu erreichen. Wo sind wir denn jetzt? Acquire all the charm, hygiene and je ne sais quoi of a Frenchman with a garlic enema. Unseren Sohn. Yeah, it's like totally sort of legal. Or spicy ground turkey. Become nature's soft serve machine with an ice cream enema. Or get ravaged. Total legal. With the St. Petersburg surprise. Rectify. Dann fahren wir jetzt noch zur Garage. Ja, wieso nicht? Zur Garage. Und endlich ruft Lester an. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. But Charles has already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Haben wir das jetzt doppelt bekommen? Das hat Mike doch schon erhalten. Lol? Okay, ich dachte, da kommt jetzt irgendwas wegen Trevor, dass die sich unterhalten. Gut, es kann natürlich jetzt auch möglich sein, dass es nicht gespeichert hat, als er es bekommen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel wir hatten, ne? Hey, Trace, what's up? What's up? Are you joking? You ruined my life. Immer wieder gern. Did? I thought I'd already ruined your life. Never after that boat thing. Take this seriously! Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity! You're such a fucking fuck, you really are! You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never! I hate you! Ach ja, diese wundervollen Kinder. Und wir haben einen neuen Kontoauszug. Okay. Da müssen wir dann, denke ich mal, nicht drauf gucken, denn es wird das sein, was Lester uns jetzt gerade überwiesen hat. Tracy liebt uns wie ihren heiligen Vater. Und dann würde ich sagen, beenden wir jetzt hier den Part und fahren dann in der nächsten Folge da oben zu den großen B hin, was dann, denke ich mal, der Typ von hier den Zeugenschutzprogramm ist. Denke ich. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen. Freue mich, wenn ihr mal bekommt, wisst ihr aber so ein Likes. Und dann bis zur nächsten Folge, Tüdel. Und ciao, XD.